Wir haben hier einen Hausgarten im Größenausmaß von 1500 Quadratmetern und haben hier den Kompostplatz dieses Hausgartens. Der ist 60 Quadratmeter groß, was für diese Fläche nahezu zu klein ist. Wir rechnen, wenn wir gute Kompostwirtschaft in einem Hausgarten treiben, diese 60 Quadratmeter auf 1000 Quadratmeter Gartenland. Der Kompostplatz gehört in Hausgärten in die Nähe der Intensivkulturen, also des Gemüselandes, der Frühbeete. Denn dort brauchen wir ja die Erde in erster Linie. Die Besonnung des Platzes sollte sein halbschattig. Kompostplätze gehören nicht unter die schwarz schattenden Kronen großer Bäume. Da wäre es zu kalt und zu nass. Alte Bäume haben einen enormen Tropfenfall bei Schlechtwetter und dieser schwere Tropfenfall würde dann die Komposte durchnässen, abgesehen davon, dass in diesem ewigen Schatten keine Wärme aufkommt für die Rotte. Und die Rotte braucht ihre gewissen Temperaturen, sonst kann sie gar nicht vonstatten gehen. Was auch vielleicht noch erwähnenswert ist, bitte Komposthaufen und Kompostplätze gehören auf den gewachsenen Boden und nicht auf Beton, Asphalt oder Eisenplatten. Die Berührung, der Kontakt mit dem gewachsenen Boden, mit der Muttererde muss gewährleistet sein, sonst gehen die Rotten nicht ordentlich vor sich. Das wäre über Größe, Lage und Beschattung des Platzes zu sagen. Was kann kompostiert werden? Alles, was im Hausgarten anfällt, vom Grasschnitt, sehen Sie hier die Haufen abgedeckt, bis zum Holz. Es muss nicht immer überall ein Mixer da sein, ein Häcksler. Ich habe auch keinen. Einfach, weil ich oben da keinen Platz habe, ihn aufzustellen. Und bei mir wird halt einfach da ab und zu der Hackstock runtergestellt, wenn sehr viel anfällt. Oder oben, man schnipselt das mit der Schere zusammen. Und ich gebe das Reisig sehr gerne als unterste Schicht unter die Haufen, damit auch von unten etwas Luft hineinkommt. Das Holz rottet dann an und kann dann bei weiteren Haufen als Impfmaterial, also als Überträger der Bakterien- und Pilzkultur verwendet werden. Beziehungsweise es kommt auch vor, dass ich es im Naturgartenteil direkt als Mulch verwende, wo ja eine saure Bodenreaktion erwünscht ist. Wie gesagt, auf alle Fälle muss das Holz zerkleinert werden, man kann nicht ganze Äste verkompostieren, das ist unmöglich. Die Mixer sind gut, aber bitte nur für das Holz. Die übrigen Sachen des Gartens, die grünen Teile, die für die Haufenkompostierung dienen, gehören unzerkleinert auf die Haufen, weil die gehäckselte Grünmasse viel zu fein ist und sich zusammenlegt, so wie Großschnitt von der Mähmaschine, keine Luft hineinlässt und zu faulen beginnt. Und dann haben wir das stinkende Zeug, Fäulnis erzeugt immer Gestank und Gift. Jede Fäulnis erzeugt Gift und dann haben wir das Gift in den Haufen und kriegen das Gift in den Boden und das können wir nicht brauchen. Also es muss so kompostiert werden, dass genügend Luft in den Haufen ist. Selbstverständlich kann man in den Komposthaufen jederzeit die Küchenabfälle einbauen. Alles, was in der Küche anfällt, Abfall von Gemüse, Speisereste bis zu die Kaffee- und Teesudsackeln, kann alles auf die Komposte. Und um nicht Ärgernis zu erregen bei eventuellen Nachbarn, die das nicht verstehen noch, was hier geschieht, oder um nicht Tiere anzulocken, ist es gut, wenn man immer, wenn man die Küchenabfälle bringt, diese sofort unter die Grünmasse einbaut. Eine Miete, freiliegend, wie sie hier sichtbar ist, von unten herauf ordentlich geschichtet. Bitte, die Breite der Haufen soll Bodenbreite 1,50 Meter nicht überschreiten. 1,20 Meter ist besser. Und die Höhe der Haufen soll sich auch in diesen Maßen halten. Also wir schichten das Material, wie es ankommt, immer gleich schichtenweise auf und geben Zusätze dazu. Früher hat man den kohlensauren Düngekalk verwendet, manchmal auch Ätzkalk, der natürlich wesentlich sparsamer.
heute, wo wir die Urgesteinsmehle kennen und lieben gelernt haben, genügen diese auch. Es enthalten die meisten Urgesteinsmehle hierzulande. Am verbreitetsten ist das Biolith aus Kitzbühel. Es gibt aber auch ein sehr gutes Steinmehl aus Launsdorf in Kärnten. Diese Steinmehle enthalten 5-8% Kalk, das ist genug für die Kompostierung, und enthalten eine ganze Skala von Spurenelementen, die ebenfalls sehr nützlich für die Pflanze sind. Wir wissen heute, dass sie die Spurenelemente genauso braucht wie die Kernnährstoffe und die dann dadurch den Kompost mineralisch anreichern. Also wir pudern nach einer Lage von etwa 20-30 cm Pflanzenmasse einmal Steinmehl runter. Dann setzen wir wieder so eine Schicht auf von Pflanzenmasse und dann gehört in den Pflanzenkompost irgendeine tierische Substanz. Und wenn wir auch Kleintiermist nicht bekommen können, dann nehmen wir Hohenspäne. Hohenspäne oder Hohenmehl. Und das kommt dann auf die nächste Schicht. Dann kommt wieder eine Schicht von 20-30 cm Pflanzenmasse. Und dann streuen wir ein paar Gabeln oder Schaufeln voll einer halb verrotteten Masse eines älteren Haufens dazwischen. Diese Sachen enthalten die gesamte Pilz- und Bakterienkultur und wirken im Komposthaufen wie der Sauerteig im Brot. Also die Rotte setzt, weil diese Pilze und Bakterien schon vorhanden sind, rascher ein. Bitte gewöhnen Sie sich beim Kompostieren das an, dass jede Schwinge, jeder Scheibtrunk voll, das an Opfer da herunterkommt, sofort eingebaut wird. Nicht hinschmeißen. Diese Unart des Hinschmeißens bedingt erstens einmal einen unschönen Anblick und dann laufen wir Gefahr, Wochen und Monate lang alle nur hinzuschmeißen und bekommen falsche Roten hinein und nur teilweise und bekommen eine sehr geringe Erdausbeute. Wir wollen aber doch, wenn wir kompostieren, eine möglichst große Erdausbeute haben. Das ist auch bei den Kompostbehältern der Fall. Die Kompostbehälter, ganz gleich aus welchem Material, ob aus Draht, Holz oder Betonbrettern oder was es da sonst noch gibt, verleiten dazu, dass man den ganzen Sommer einfach reinschmeißt. Und dann hat man unten Erde, in der Mitte ist ein Mixtum, was noch nichts ist, und oben haben wir es noch grün. Und dann müssen wir, wenn wir zur Arbeit gehen, den Kompostbehälter abmontieren und haben ihn dann auf dem Kompostplatz herumstehen und müssen erst wieder die Materialien trennen. Das ist alles Arbeitsaufwand und ergibt, wie gesagt, eine sehr geringe Erdausbeute. Es ist auch gut, wenn man die Küchenabfälle rasch verkompostiert, dass sie nicht flüssig werden sozusagen, weil sie ja sehr nass meistens sind. Und in dieser Weise schichten wir den Kompost bis zur gewünschten Höhe. Und wenn wir, wie gesagt, während der Saisonzeit eine gewisse Höhe erreicht haben, dann beschließen wir diesen Haufen und decken ihn mit Grasschnitt zu. Grasschnitt ist das billigste Abdeckmaterial, das ja überall anfällt. Da kann man natürlich auch den Grasschnitt nach den Maschinenmähern nehmen. In der Landwirtschaft könnte man Strohhäcksel verwenden oder in den landwirtschaftlichen Betrieb auch für den Hausgarten. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Jutesäcken abzudecken, mit alten. Aber bitte, der Komposthaufen muss abgedeckt werden. Bitte, es ist vielleicht sehr notwendig, auch zu wissen, was in den Haufen eigentlich vor sich geht. Und da erleben wir nun, wann wir sie frisch aufschichten, zuerst eine Erhitzung des Materials. Die kann unter Umständen Temperaturen von 60, 70, ja manchmal sogar 80 Grad erreichen. Diese Hitzeperiode ist besonders dann spürbar, wenn wir einen Haufen aus frischem Material sehr rasch von unten nach oben bauen. Diese Hitzeperioden dauern etwa 10 Tage. Es entwickeln sich in dieser Zeit Bakterien, die eben die Hitze erzeugen und die in diesen Hitzegraden leben können. Diese Hitze geht dann zurück,
sinkt ab auf 35, später auf 25 Grad und bei der Temperatur bleibt die Rotte stehen, während der gesamten Zeit, wo sie läuft. Nach der Hitzeperiode beginnt in den Haufen die Tätigkeit der Pilze und der Bakterien. Die Pilze wuchern in den Haufen, durchziehen sie mit Faden, mit Schimmelpilzen, mit Grauen, mit Zellen. Die Bakterien arbeiten in den Haufen, zersetzen zum Teil die Pilze, arbeiten Material auf und vor allen Dingen bauen die Bakterien Gifte ab. Die Bakterienperiode ist die Entgiftungsperiode der Haufen. Und bitte, das ist nicht zu unterschätzen. Daher ist das ewige Umsetzen der Haufen gar nicht richtig. Dieses alle drei Wochen die Haufen umdrehen ist überhaupt nicht richtig, weil eben die Bakterien dann nicht zur Ruhe und zur Arbeit kommen. Diese Pilzbakterienperiode dauert zusammen etwa 10 bis 12 Wochen. Es kommt auf die Außentemperatur, auf die Witterung an. Die nächste Periode, die dann einsetzt, ist die tierische. Nun kommen Tiere, Milben, Aseln, Springschwänze und das letzte Tier, das in den Haufen werkt, der kleine hellrote Mistwurm. Das ist der kleine Bruder des Regenwurms. Bitte, der Regenwurm geht nie in den Kompost, der ist immer nur in der Erde. Der Regenwurm ist auch rosa und länger. Der Mistwurm ist klein, hellrot und von einer ungeheuren Lebendigkeit. Und wenn dann ein Haufen in diesem Zustand ist, dann wurlt es da drinnen von Tausenden und Tausenden solcher Würmer. Und sozusagen, wenn der letzte Wurm aus dem Kompost draußen ist, dann ist er fertig. Der Rotteprozess, die Umsetzung von Grünmasse in Erde, ist ein organischer Umsetzungsprozess, sehr verwandt mit dem Verdauungsprozess. Und alle organischen Prozesse sind an Körper gebunden. Und wir haben ja einen Kompostwurm sozusagen hier vor uns. Also einen Organismus, in dem jetzt dieser Umsetzungsprozess für sich geht. Und der muss einen Abschluss gegen draußen haben. Einen Abschluss, der den Wind draußen lässt, sonst trocknet uns der Kompost sehr aus, der aber die Luft hineinlässt. Es kann nicht Plastik verwendet werden, daher zur Abdeckung der Haufen. Es muss der Platschregen draußen gelassen werden, denn sonst würden die Komposte total durchnässt werden, besonders wenn wir Schlechtwetterperioden haben, wenn es womöglich schüttet wie im vorigen Jahr, gleich drei Monate lang. Am Grasschnitt kann das abrinnen. Es kann aber so viel Feuchtigkeit einsickern, dass der Kompost braucht. Und die Haut lässt das Sonnenlicht draußen, denn der Rotteprozess ist an die Dunkelheit gebunden. Man kann die Haufen auch mit Zusätzen präparieren. Es gibt Bakterienzusätze und es gibt verschiedene Kompoststarter. Meistens sind das Bakterienzusätze. Und es gibt aber, was hier sichtbar ist, auch die biologisch-dynamischen Düngepräparate, die dem Haufen zugefügt werden. Es sind dies fünf Kräuter und als sechstes da ein Flüssigextrakt von Baldrianblüten. Diese fünf Kräuter sind Schafgarbe, Kamille, Brennnessel, Löwenzahn und Eichenrinde. Die werden auf eine bestimmte Art vorbereitet und werden in homöopathischen Dosen löffelweise den Haufen zugefügt. Die Erfahrung hat gelehrt, dass das Umsetzen von Sommerkomposten, also die vom April weg aufgebaut wurden, eigentlich nicht notwendig ist, wenn wir gut aufbauen. Und mit dem Aufsetzen der Haufen steht und fällt die Güte der Rotte. Nicht fertig kann werden jener Haufen, den wir im Spätherbst aufsetzen, wenn wir die Gärten räumen. Das ist in jeder Landschaft zu einer anderen Zeit. Meistens ist es Oktober, hier kann man es im November noch machen, diese Klimasachen. Und wenn man Gärten räumt, das weiß jeder Gartenbesitzer, fällt das meiste Material an und man bringt da rasch in 14 Tagen einen Haufen bis zum großen Haufen, bis zum Schluss.
Ich hebe mir im Herbst den letzten Großschnitt auf und decke ihn dann ab. Und dieser Haufen kann unmöglich noch in die Rotte gehen, nämlich in eine vollständige, weil es ja zu kalt wird. Das kommt jetzt auch auf den Winter an, aber es gibt strenge Winter und es gibt Schneelagen, wo natürlich Rotten dann nicht mehr vor sich gehen. Und bitte, diese Haufen gehören im April, Mai, wenn die Bodenwärme einsetzt und die Luft anfängt warm zu werden, umgesetzt. Die muss man umsetzen. Reine Graskomposte, reine Mistkomposte müssen mehr Steinmehl bekommen. Die Erfahrung hat gelehrt, dass das Steinmehl sehr rotefördernd wirkt, vor allen Dingen auch das Bakterienwachstum, die Bakterientätigkeit anregt. Es können bei dem Kompostieren zwei Fehler passieren. Der eine Fehler ist der, dass wir das Material zu nass und zu eng und zu wenig luftig aufsetzen. Wenn wir feines Material haben und wenn wir in Regenperioden drinnen stecken. Und dann kann es uns passieren, das gilt natürlich auch für Stallniste, die wenig Stroh drinnen haben, dann kann es passieren, dass die Masse nicht in die Rotte rutscht, sondern in die Fäulnis. Dass sie grünlich wird, schwärzlich wird und wenn man solche Haufen aufmacht, stinken sie. Bitte, wenn man auf das draufkommt, dann muss man die Haufen aufmachen, muss sie abtrocknen lassen, das Wetter wird ja wieder mal anders. Mischt am besten frische Grünmasse dazwischen und setzt sie frisch noch einmal zusammen. Der zweite Fehler, der passieren kann, ist, dass die Sache zu trocken zusammengesetzt wird. Das ist dann, wenn im Hochsommer ein Fasthai kompostiert wird. Gras, das vielleicht in größeren Mengen anfällt, das morgens gemäht wird und abends da ist, das ist dann schon so zäh, dass es nicht mehr rottet. Da muss bewässert werden. Wenn das übersehen wurde, dann fangen die Haufen, bleiben sie eigentlich in der Pilzperiode stecken. Sie werden innen grau und werden so, sie vermineralisieren nahezu. Es geht nichts mehr weiter. Die Tiere können da nichts tun in diesen Haufen. Wenn man das entdeckt, dann gehören die Haufen aufgemacht, gehören bewässert und mit frischer Grünmasse gemischt und auch wieder zusammengesetzt. Diese zwei Fehler können passieren und am Anfang passieren sie. Wenn nun die Komposte fertig sind, was ja angestrebt wird, dass das hauptsächlich im Herbst der Fall ist, dann sollen sie verwendet werden. Wie gesagt, wenn der letzte Wurm draußen ist, ist der Kompost fertig und dann hat er die höchste Lebenskraft. Ein Kompost sollte nicht über den Winter herumkugeln. Er verliert sehr. Die Komposte, ob das jetzt Pflanzenkomposte sind oder Mistkomposte, haben die beste Wirkung, wenn wir sie auf den Boden oben draufbringen, besonders über den Winter. Die Wirkung des Kompostes ist nun in erster Linie die Verlebendigung der Böden, die Wirkung auf das Bodenleben. Je mehr wir diese exzellenten Komposte auf unsere Böden bringen, desto lebendiger wird auch der Unterboden und wird aufgeschlossen. Und solche lebendigen Böden bringen dann Pflanzen hervor, die sehr gesund sind. Es kann mit einer guten Kompostwirtschaft und einer folgerichtigen das Schädlingsproblem eines Gartens heruntergedrückt werden auf ein Minimum. Und dann können die Schädlinge mit harmlosen und ungiftigen Mitteln bekämpft werden, weil sie ja erstens wesentlich weniger auftreten, beziehungsweise weil die Pflanzen so gesund sind, dass sie von sich aus mit einem Großteil fertig werden. Wenn wir die Gärten räumen, Gemüseflächen räumen, dann muss das Land gut durchgelockert werden. Umgestochen. Es ist nicht notwendig, dass wir die Schollen gewaltsam wenden. Wir wissen heute, dass die Bodenbakterien in Schichten und Zonen arbeiten, dass jene Bakterien, die im Untergrund ihre Werkstatt haben, in den oberen 10 cm nichts verloren haben, weil sie dort nichts tun können und umgekehrt. Bitte, der Glaube, dass der Boden grobschollig in den Winter gehen soll, ist nicht richtig. Wir erzeugen dadurch
ein viel zu frühes Eindringen der Winterkälte und dadurch geht das Bodenleben nach unten. Diese vielen, vielen Milliarden Bodenlebewesen, die frieren ja bald und die ziehen sich dann nach unten zurück. Wenn wir aber die Kompostdecke obendrauf tun, auf den gut durchgelockerten Boden, kann das Bodenleben noch wochenlänger arbeiten. Das kommt der Bodengüte und damit im nächsten Jahr dem Pflanzenwachstum zugute. Wenn wir den Kompost obendrauf legen, bringt er noch eine andere Wirkung, als wenn wir ihn einarbeiten. Bitte einarbeiten tut man Kompost dann, wenn man sofort während der Saisonzeit eine Zweitkultur hat und man weiß, auf dem Beet ist jetzt notwendig, dass wir einen Dünger geben. Dann bringen wir den Kompost auf und arbeiten ihn unter. Aber im Herbst gehört er obendrauf gelegt. Die Verwendung des Kompostes geht nun vom Gemüsegarten, was natürlich der intensivste Teil ist, zum Obst. Bärenobst, bitte, das Bärenobst liebt unter Umständen auch saure Komposte, die gewonnen werden können aus saurem Laub. Ahorn, Walnuss, Kastanie und Eiche, das sind unsere sauren Laubarten. Und da ist die Brie-Bissel und die Himbeere ein begeisterter Empfänger von solchen Spezialkomposten. Das Gemüseland und das Obst verlangen neutrale Komposte, die wir aus den anderen Grünabfällen und auch aus dem milden Laub wie Birke, Linde, Sträucher und Obstbaumlaub gewinnen können. Der Kompost ist natürlich auch sehr gut für sämtliche Blumen, für Stauden, für Einjahrsblumen. Er ist bitte nicht pur anzuwenden in Blumenkisteln und für Töpfe und nicht für Saatkisteln. Da ist er zu intensiv. Diese Pflanzen würden da nicht besonders gedeihen. Man muss schauen, da kann man sich einmal einen Kompost auch aufheben, länger, und ihn dann mischen mit Sand und Dorfmulch, weil das eben diesen Pflanzen besser entspricht. Der konzentrierte Kompost, wie er fertig ist, wenn der letzte Wurm draußen ist, ist etwas sehr Konzentriertes und da muss man bei diesen genannten Sachen etwas achtgeben. Natürlich ist er auch für Hausgarten Rasenflächen zu verwenden, aber meistens wird man für Rasenflächen gar nicht keinen Kompost mehr haben. Da verwendet man dann Steinmehl. Steinmehl ist ein ausgezeichneter Rasendünger und genügt meistens vollkommen. Es muss uns klar sein, dass wir seit Jahrzehnten schwerste Sünden wieder den Boden begangen haben. Diese Düngung mit den wasserlöslichen synthetischen Düngemitteln, das ja Salze sind, haben zum Teil die Bodenlebewesen stark dezimiert, weil sie verätzt haben. Wir haben auch andere Sünden wieder das Bodenleben betrieben. Die Monokulturen, die langen Brachliegezeiten heute unserer Böden. Und es ist hohe Zeit für den ganzen Planeten, dass da ein Umdenken einsetzt und dass wir das Bodenleben, wir leben alle von diesen 30 cm Mutter Erde, wieder sozusagen streicheln auf das Höchste. Und das geschieht nur, wenn wir die Böden mit lebendiger, organische Düngung versehen. Und da steht an ganz erster Stelle der Kompost. Musik